Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Outlast. Wir müssen in diese ganz nicht offensichtliche Falle. Ich denke mal, wir kommen da nicht einfach so wieder raus. Das sieht so aus wie eine fette Arena. Wow. Wow, 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 wow. Alter. Nur so eine Frage. Was passiert, wenn wir uns erwischen lassen? Okay, wir müssen hier rein. Okay, bitte sagen wir, hier ist nichts. Oh, Gott sei Dank. Ist eine neue Aufnahme. Ich muss die Steuerung wieder ein bisschen hinkriegen. Und jetzt? Du willst mir helfen? Na dann, willkommen. Ich traue dem Ganzen nicht. Okay. Okay, ich habe keine Angst. Dann zeig das doch gleich. Okay, und wie willst du mir jetzt helfen? Ach, es juckt dich. Kann ich dich kratzen? Nee. Oder? Nee. Die reden alle durcheinander. Ich weiß nicht, worauf ich... Und dieses verdammte Klopfen. Jetzt hört mal auf. Wir kommen gleich rein. Und hier. Der kriegt da halt auch keine Prügel. Okay. Der ist nur noch tot. Wir haben hier eine... Hier ist nichts Besonderes. Auch hier keine Batterien, nichts. Es ist schön, dass er mir helfen will. Ich kann hier nicht öffnen, oder? Nee. Ja, hallo. Hm. Dann bleibe ich jetzt einfach mal hier stehen. Liegt da was? Nee. Ich kann den nicht irgendwie... Okay, kann ich überhaupt irgendwas machen hier? Oder kommt er jetzt mit? Nee. Aber auf einmal ist es... Oh, ich dachte gerade, es wäre ruhig. Hm. Es gibt hier keinen Leiter oder so. Oder? Komm, öffnen. Geht nicht, weil die Steine davor liegen. Okay, aber... Ach so, ich bin auch... Ja. Definitiv nicht. Keine Batterien. Ich habe so das Gefühl, irgendwo hier liegen doch bestimmt Batterien rum. Können wir ihn nicht öffnen? Nee. Nachher gehen wir dort entlang. Erstmal... Der dreht auch am Rad. Wie sieht's... Wow! Oh.
danke. Vielen Dank. Tja, so kann's gehen. Eine weitere Tür. Ein weiteres Glück. Nein. Okay, was haben wir hier drin? Die ist zu. Ach so, warte, wir können. Konnten wir nicht irgendwie so am Rand entlang? Oh Gott, der Typ hinter uns. Und hopp. Ja. Oh. Schon wieder Witness. Oh. Entschuldige. Ja, blutiger Eimer, alles voller Blut. Ich nehme einfach mal das hier. Und schau mir mal die Dokumente an. Ein Nachruf von Dr. Irgendwas. Ja, Text. Könnt lesen, wenn ihr wollt. Okay. Kurz mal hier filmen. Vielleicht eine Notiz oder so. Sieht nicht so aus. Okay, wir könnten nach oben. Was es uns bringt. Wir kämen da hoch. Okay, mein Stockwerk weiter. Wir kommen hier eh nicht durch. Und hier ist zu, genau. Okay. Dann wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Oh, lag. Ach, ein Speicherpunkt. Oh, nee, wieso? Was passiert hier, dass wir speichern müssen? Wow, Alter! Deshalb der Speicherpunkt. Und ich dachte, wir kommen da rüber, aber es sieht nicht so aus. Kann ich dich nicht rauslassen? Oh oh. Nope. Ja, KI. Das war sehr, sehr unauffällig, muss ich schon. Ich lade mal nach. Okay, ich glaube, wir müssen einen Sprint zurücklegen. Okay. Nope. Ah, das war so klar. Ja. Okay. Wir haben es geschafft. Irgendwie. Bleib du nur liegen, ne? Schön liegen bleiben. Gott sei Dank, die Zelle ist offen. Okay. Ein weiterer Speicherpunkt. Und hier geht's nachher das Loch runter. Vielleicht noch eine Batterie? Oder auch nicht? Vielleicht hier drin? Da habe ich doch. Da sehe ich doch was. Eine Batterie für ein Radio. Ich wusste doch, dass ich was finde. Okay. Ja, wir müssen ja dem Blut folgen. Da unten. Okay. Na dann, ab ins Abenteuer. Oh, okay. Oh oh. Oh oh. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich denke, hier sind alle zu. Hier eh. Oh Gott, ich will da gar nicht. Ist das draußen?
Nee, oder? Da hinten geht's raus. Wir haben den blutigen Gang oder den dunklen Gang. Da ich da hinten eine Rückwand sehe, müssten wir wahrscheinlich eher da rein. Oh, wir haben was aufgenommen. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Project Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung der Kamera. In der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Ich habe die gar nicht bemerkt, die Störung in der Kamera. Ach da, steht Wallrider, deshalb. Ja, dann gehen wir direkt mal in den blutigen... Ja. Die Tür ist verbarrikadiert. Oh Gott. Okay, ich wollte nur wissen, ob wir da... Aber, okay. Lecker Gedärme. Okay, ich glaube... Hier wäre... Richtig. Daher... Gehe ich jetzt mal an diese Seite. Eine Holztür... Alles andere ist verbarrikadiert, da kommen wir nicht rüber. Ich denke mal, die ist zu. Ja. Okay. Wir können uns hier verstecken, aber... Okay, ich habe... Vielleicht hätte ich was getriggert, wenn ich da... Aber gut. Dann hauen wir mal ab hier. Ein weiteres Loch im Boden. Draußen haben wir Sturmwetter. Da liegt doch was. Eine Batterie. Und wir könnten gleich wieder wechseln, aber ich lasse es noch ein bisschen an. Hä? Okay, Reflexion, Öl oder irgendwas, ich weiß nicht. Dann gehen wir mal ins dunkle Loch. Oh Mann. Wieso habe ich so ein ungutes Gefühl bei der Sache? Und was macht die Musik? Wer singt denn da im Hintergrund? Oh Gott. Ja, ist gut. Leck. Das heißt Speicherpunkt. Mal nachladen jetzt. Wenn die Kamera anfängt zu flackern. Boah. Alter. Dieses neue Ziel hat mich gerade übelst erschrocken. Sehr. Da hinten. Ist ein Gitter, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, ich gehe als erstes da entlang. Die Wege abgehen, die wir nicht gehen können. Gut. Vielleicht wäre ja eine Batterie da. Boah. Okay, da würde es weitergehen. Was ist denn, wenn wir da entlang gehen? Okay, blockiert. Da wurde sogar einer zerquetscht. Keine Batterien, schade. Dann hopsen wir mal rüber. Ein weiteres Sonnenlicht. Kann doch gar nicht sein, es war doch eben Nacht. Eine fluoreszierende Decke. Oh nein. Bitte sei tot.
Okay, okay, er ist hin. Der ist hin. Dann, ich habe echt Besseres zu tun, als hier durch Abwasserrohre zu kriechen. Habe ich gerade was verpasst oder so? Ich hoffe nicht. Aber wieso müssen das immer... Okay, da geht's durch. Da auch. Geradeaus ebenfalls. Hier sind wir mal geradeaus. Boah. Ich erschrecke mich von meinen eigenen Schritten. Ich hoffe, das war nur eine Ratte. Okay, was haben wir denn hier? Strom. Das ist zu. Und hier... Ich... Hier war mal eine Leiter nach oben. Die ist aber zusammengefallen, genau wie der Typ da drauf war. Wie auch immer das passieren konnte, ich will es gar nicht wissen. Ein weiteres Dokument. Hier. Könnt ihr lesen. So, ja, jetzt. Na, dann geht's nur noch geradeaus. Kurz überprüfen wegen Batterien, aber... Da ist... Nee, das ist kein Radio, das ist nur ein Blatt Papier. Oh oh. Wir wären schon über der Zeit. Ich hoffe, ich trigger nicht, nichts, wenn ich hier hocke. Ein Speicherpunkt und gutes. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Outlast. Bis zum nächsten Mal.